Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir sogar relativ viel geschafft. Das war auch wieder relativ lang. Deswegen. Oh! Oh mein Gott. Gerade erst geholt und dann ist er wieder dumm. Bin gar nicht dumm. Doch, weil du Schild surfen willst. Find das nicht nett von dir. Ja, was ist das denn sonst außer dumm? Krass. Cool. Nein, nicht die Bomben, die lohnen sich doch gar nicht. Warte doch mal. Okay, haben wir noch nicht besitzt. Du kannst doch. Jan, hallo, die brauchen wir doch noch. Der ist doch. Mann, das ist so Verschwendung. Die armen Bomben. Wir hätten einfach schön draufklettern können. Jetzt schenkst du den Gegner wieder unseren Bumerang. Ah ja, ich habe übrigens letztens diese Kekse gegessen, der Kekse, Chips. Vom Rob. Ach so. Ich finde das nicht okay, die sind teilweise einfach viel zu knusprig, genau wie diese Crunch-Chips. Manchmal sind die riesig da drin, viel zu groß. Ja, genau das soll das ja sein. Die sollen richtig groß sein und halt dick, damit du zum Beispiel gut Soße dippen kannst. Aber ich genau nee, das dick, nicht dick ist mir egal, aber die sind dann manchmal mit viel zu viel Blasen oder ist das dann so. Das ja, mag ich die richtig nicht. Geil. Ich kenne das nicht aus. Das sind die besten. Deswegen mag ich die Crunch-Chips auch nicht von Lorenz. Ich finde zum Beispiel so Kesselchips von Funny Frisch ist noch okay. Das ist gut, aber nicht das. Da ist ein Turm da rechts. Was ist auf dem drauf? Direkt rechts von dir jetzt. Bin mal gleich. Ich gehe erstmal hier hoch. Noch mehr rechts. Da kann man auch hin, aber noch mehr rechts. Da war so ein kleines Türmchen. Der ist da kurz vom Wald. Da. Da oben ist da was drauf. Und dann gehen wir zu dem Zeug da von dem. So, noch, ich bekomme was zu trinken. Und das. Uhr, wir müssen noch ein bisschen bleiben. Gucken wir schon hin. Ist hier ein Bogen? Das ist natürlich interessant, den will ich mal kurz sehen hier. Achso, das ist auch einfach nur. Ist also auch so einer. Hä? Will ich aber noch nicht nehmen. Was war denn da drin? Ein Ischenbogen. Foto schon? Nee, noch nicht. Hier oben nicht. Noch mal unten. Und wir müssen hier am besten noch ein bisschen später warten, weil da hinten ist noch so ein Stalinox. Ein Stalin? Ein Stalinox, ja. Hatten wir den wirklich noch nicht, den Ischenbogen? Weiß ich nicht, irgendwie sagt es mir auch was, keine Ahnung. Ja, also aus einem anderen Spiel natürlich, aber. Hier auf jeden Fall nicht. Was kann der so tolles? Ja, es ist wie ein Gerudo-Bogen, der zoomt halt so ein bisschen. Zoom, zoom. Aber ich find's cool, dass da die Bäume auch anders aussehen hier bei denen. Oh, das ist so aber kein Kapsel. So ein Ausstück. Kapselautomat! Hier muss doch irgendwas sein. Kann nicht sein. Und das ist hier nur Natur und Items. Da vorne ist noch eine Knolle, die ist wichtig. Ja, hier ist sonst echt nichts. Kannst du irgendwo hochklettern auf den Baum oder so? Schade, hätte ja sein können, dass dein Krok ist. Da oben drauf auch nicht. Einfach nur ein Stück Natur. Was für eine Knolle meinst du jetzt? Du hast sie doch eben eingesammelt, die Ausdauerknolle. Oh.
Sah eher aus wie so eine Frühlingszwiebel oder so. Und hier unten war noch was. Stopp, da rechts. Ich hab's gesehen. A la Prologia-Brücke. Prologia ist übrigens aus Sky. Nein. Beatrix. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Ein Sip an meiner Cola-Dose. Was ist das denn? Aha, nur am Rülpsen, der Junge. Wenn ich jetzt einmal gerülpst hab, kriege ich das gleiche ab, wie wenn jemand hier gefühlt 10-mal am Tag rülpst. Mann, was hast du eben noch gemacht? Irgendwas wollte ich dir noch sagen. Was ist das? Nebelmaschine? Oh ne, Eis. Jan, hallo. Du machst ja mit. Doch mal auf damit. Hopp, 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 hopp. Ja, wer soll das? Ah, da ist mal. Jemand. Natürlich ist da drunter was geil. Selbstverletzendes Verhalten ist nie gut, Jan. Vor allem, wenn man sich einfriert. Was los? Willkommen im Land des Heiligen Schreins, mit dessen Schutze ich beauftragt wurde. Als dieses Land und sein Schrein auf die Oberfläche stürzten, war ich überzeugt, meine Aufgabe hätte ihr Ende gefunden. Doch ich fand am gleichen Ort wie der Schrein... Was? Doch ich fand mich am selben Ort wie den Schrein wieder und kann mir so meinen Pflichten auch immer nachkommen. Nun gut, meine Aufgabe ist es, den Weg, die dieses Land betreten, den Weg zum Schrein zu weisen. Bringe das Wasser... Oh nein. Bringe die dem Wasser entsprungenen Schlüssel an drei Altären da. Altären da. Auf das der heilige Schein sich dir offenbare. Wenn du diesen Worten folgst und die Schlüssel allen drei Altären darbringst, wird sich der Schrein offenbaren. Die drei Schlüssel? Keine Ahnung. Man soll hier aber gefühlt irgendwas... Ach guck mal, da sind so drei Vierecke, oder? Ja, die leuchten dann vielleicht einfach. Was sagt die Missionsbeschreibung? Die war doch da eben. Da. Du bist in einigen Ruinen am Fuße der Zwillingsberge einem Dienerkonstrukt der Sonau begegnet, das dir einen Hinweis auf den Verbleib deines Schreins gab. Wasserentsprungenen Schlüssel, drei Altären darbringen. Hier ist überall Wasser. Vielleicht im Pfützen da oben auch, da drin vielleicht, oder in dem See drin. Das wird hier wahrscheinlich nicht weit weg sein. Aber das sind drei Pfützen, drei kleine Pfützen sind da oben. Da würde ich erstmal reingucken, glaube ich. Schauen wir mal. Ich sag's dir, irgendwann feiern wir, wenn wir endlich den Kapselautomaten gefunden haben, wo man Lenkeinheiten bekommt. Auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, was die Schlüssel jetzt sein sollen, die die meinen. Warte mal, ich habe eine Idee. Was ist, wenn du das einfrierst, die Pfütze da unten? Kannst du die einfrieren? Wieder. Ich meine, da ist überall was mit Frost gewesen. Das wird ja nicht Zufall sein, oder? Kannst du das gesamte Ding vielleicht einfrieren? Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Du hast doch so Sachen, die du da einfach reinwerfen könntest. Ja, dann schauen wir mal. Könnte sogar passen, auch von der Form her. Weil das waren ja so Dreiecke. Vielleicht müssen wir die da reinschieben. Dreiecke, Viereck-Dinger da. Müssen wir die da reinschieben. Und das Frostchili. Hast du nicht mehr viel von?
Bis eben vorbei schon. Aber du kannst die Hörner auch reinschmeißen. Gar kein Postelier, mal gut. Gut zu wissen. Oder soll ich mal gucken, was man machen muss für die Quest? Kannst du. Im Wasser entsprungen. Eis schmilzt halt auch durchgängig, ne? Ja, also gemeint sind die drei viereckigen Vertiefungen an der Seite. Benötigt wird ein Frostwerfer, dazu vielleicht noch ein Flammenwerfer. Okay. Wir machen das aber von hier. Eisplattform, ja. Und um sie zu schmilzen, brauchst du das Lagerfeuer, was da ist, um sie in die richtige Größe zu bringen. So, wie gesagt, das letzte musst du, glaube ich, noch klein schmelzen. Gucken wir schon hin. Es ist doch nicht so schwer. Ich will schon noch zu dem Hinox-Ding hingehen. Können wir doch gleich noch machen, denn dann Part ist doch noch frisch. Ist aber außerdem noch nicht Mitternacht. Und ich weiß nicht, ob die Zeit vergeht innerhalb des Schreins. Bisschen noch. Tada. Okay, ich wollte gerade sagen, ich will das jetzt nicht noch irgendwo hinbringen müssen. Alles Paletti. Oder gib mir das Geschenk. JCU-Schrein.
Oh, Hochleistungsbatterie. Niedrigleistungsbatterie wäre auch komisch. Ja, normale halt. Gut, dann schauen wir doch mal nochmal bei den einen Punkt vorbei, bei dem Stahlauer und Oxynik. Gesundheit. Grazie, mille grazie. Alter, du hast jetzt sogar die Zahl, hast ja an die Zahl gedacht bei dem letzten Part von Dragon Quest. Geil. Na, freilich. Wo lag er denn? Da. Da steht er jetzt schon. Perfekt. Haben wir den eigentlich fotografiert schon? Haben wir das vergessen? Nee. Ja, ich glaube, das wird nichts so. So ist besser. Aber jetzt geht hier ums Auge, glaube ich. Sehen Sie einen Meister seines Fachs, wie er das Auge einfach nicht trifft. Auge, Auge, Auge! Ja, du musst angreifen, das bringt dir, wenn es weg. Angriff! Meins. Komm, nochmal weg damit. Okay. Sieht irgendwie schon cool aus, so gerade, Link. Das ist interessant, ja. Hätten wir beide schon, ne? Drei. Den Zweihänder brauche ich nicht, aber den Speer würde ich nehmen. Macht doch den Bumerang weg, mein Gott. Aber der Bumerang. Was ist damit? Der geht bald kaputt, ja, genau. Boah, was hat er vor? Die ultimative Waffe. Ah, jetzt gibt es das aber wissen hier. Und was mit den beiden Schwertern? Die maximale Reichweite. Ich mach das von den zwei Dingern einmal dran. Die du da zweimal hast, was auch immer das ist. Ja. Und dann gehen wir noch zu Blau und dann ist das ein guter Part, dann reicht das auch für diesen Part. Ich weiß nicht, ob Blau jetzt ein Schrein ist. Ja, keine zweite Rakete, da kommst du so hoch. Aber um 4 Uhr wird es anfangen zu regnen. Achso, es war zu steil. Hat nichts damit zu tun, dass es rutschig ist. Das ist wirklich der Schrein. Gut, dann beendet man mit dem Schrein. Insel. Der Himmel wird interessant.
Vor allem diese Gewitterwolke. Kriegen wir den Ich mit habe der Story einfach gedacht, weg. dass mindestens die Hälfte des Spiels im Himmel spielt. Bin ich schon ja, ein bisschen wir haben auch schon gedacht, dass es mehr von diesen großen Himmelsinseln hey, gibt. Boah, und auch nicht noch auf jeden Fall. Gehen wir doch gleich nach dem Schrein noch hin. Ach, guck mal, hier unten ist auch diese ganze Abteil mit Palmen. Das wird toll. Ja, da unten sind die Palmen, man sieht es auf der Karte, wundervoll. Genaue Passform. Ach cool, wir können damit dann da lang drauf fahren. Ja, damit kann sich Jan aus mit genauer Passform, obwohl das absolut nicht genau ist. Rutscht das jetzt einfach oder musst du da was dran machen? Ist hier irgendwas zum Beschleunigen? Ah, ich glaube, du musst das so dreieckig mäßig, dass es nach unten klickt, leicht machen. So leicht gebogen aneinander machen. Oder ist das jetzt zu klein von der Breite? Oha, das war cool. Oh! Was hast du? Schon ein bisschen knapp, aber. Oh, das ist mal Truhe. Ja, da bauen wir uns halt eine Brücke. Hey, das reicht ja jetzt schon. Naja, du kannst auch um so dran. Ja, so. Wo wollte ich das aber nicht? Passt, das reicht. Auf geht's. Bin ich dein Ernst? Du kannst ja auch jetzt schon springen, theoretisch. Ah ne, du hast deinen Helfer leider nicht. Aber dennoch. Ui, oh oh. Jan hat kein Gleichgewicht gehalten. Es war eine Überraschung, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das Ding alleine hätte gereicht, dieses Dreieck, aber das, was du da gebaut hast. Oh, weiß ich nicht. Nicht, dass sie sich über mich lustig machen. Doch, das mache ich sogar sehr gerne. So ist das so viel schlauer. Auch wenn ich das auch wieder ein bisschen zu groß finde, aber ja. Nee, das macht mir Angst. Ach, das andere aber nicht vorher. Mach das doch ab, das große, mach da so ein kleines zusätzlich dran. Dann ist das, dann kannst du das schmäler machen, dieses Dreieck. Beziehungsweise spitzer, oder wie man das nennt. Stumpfer. Stumpfer. Nee, stumpf ist das andere. Das meinte ich doch gar nicht. Ich meinte anders. Ach, egal. Ich
Ich meinte schon spitze. Hilfe. Das klingt auch nicht gut hier. Das Metall. Natürlich klingt das nicht gut. Oh nein. Das kann nur lustig werden. Oh, Leute, genau, wie ich das mache. Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich habe eine Premium-Idee. Ich glaube, ihr seid nicht bereit. Du bist nicht bereit. Halt, stopp! Das wird nicht vom TÜV abgenommen. Ich finde, das ist super. Wie viel machst du jetzt da dran? Hallo. Brauchen den Highspeed. Wahlspeed reicht mir auch. Aua. Und ab geht die Post. Oh Gott. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesagt so. Das klappt ja, dann müssen wir dasselbe Ding nochmal in die Mitte machen. Und sonst war das super. Schön. Das war super. Kannst du es gerne nochmal machen? Mach ich auch. Und jetzt nochmal ergänze ich noch eine mittlere Schiene. Ja, dann brauchst du aber 4 und nicht 3. Brauch ich gar nicht. Okay. Ich hätte eher... Nein, das ist super. Das hast du eben auch gesagt. Ja, jetzt ist es noch superer. Oh Mann, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Der vordere ist erstmal null nötig. Und deswegen hat der einen Fehler gemacht, weil sie einfach nur kaum vorangeht. Alter, guck. Okay. Gut, super. Bin auch nicht bereit für den Abgang gleich, aber. Jetzt bricht alles ganz knapp vorher zusammen. Auf geht's. Oh, wäre das jetzt so ein Sprung gewesen und das hättest du nicht geschafft wegen dem dritten Ventilator, wäre es lustig gewesen. Ach, sei ruhig. Gut, dann gucken wir nochmal vorbei bei Dumpster. Beziehungsweise Birk da. Aber das erfolgreicher Part! Ist ganz okay. Dann müssen wir mal gucken, was wir im nächsten Part machen. Wahrscheinlich da unten rechts in die Richtung. Weil das so ein Ausreißer ist, das Gebiet. Ihr werdet das erfahren. Da unten ist er doch. Ich sehe ihn doch. Und da machen wir dann gleich. Da fehlt minimal noch was. Hast du irgendwas aus deinem. Menü? Ja, ein Item, was du gerade.
Was zum Teufel? Du hast so komische Geräusche gemacht, nicht ich. Nee, 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 nee. Hä? Was ist denn jetzt dein Plan? Ja, das hast du erwartet. Mehr Stabilität habe ich schon mal. Was hast du erwartet? Stabilität. Du sollst da irgendein Ding drauf klatschen, um irgendeinen Stein, damit das höher ist und das Ding nicht gleich abknackt. Nicht eine Waffe von uns. Vor allem die Waffe ist weg, oder? Ist die Waffe dann gleich weg? Ich weiß nicht. Jan. Bist du sicher? Die Waffe könnte gleich weg sein einfach. Oder die könnte ja da runterfallen, wenn das jetzt abgeht. Oh, Moment. Na, egal. Was denn? Ja, hier, man hätte ja aber was draufstellen können. Aber jetzt will ich das mal so probieren. Aber unsere Waffe. Dass du wegen der Waffe die ganze Zeit so Gedanken machst. Ja, keine Ahnung, dass die gleich weg ist, weil... Ja, selbst wenn, ist es eh nicht die allerkrasseste, aber... Hä, das ist eine der stärksten, die wir haben. Hallo. Naja, gut, da wollte ich mal sagen, das war es dann mit dieser Folge von The Legend of Tears of the Kingdom. Und eventuell gehen wir im nächsten Part in den Dschungel. Und anderes wird uns sicherlich auch erwarten. Also, verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.